Was in der Folge passiert? Mr. Jenkins. Scheißegal, was du mit Waldorf machst, wirklich. Mr. Jenkins. Wenn du sie in die Bett bekommst, Glückwunsch. Was sagst du denn da, Pedro, du Schwein? Heidi Ho, und was ist denn Lee wieder mal da? Es ist viel passiert um den alten Hurenbock Jenkins. Mann, Mann. Deshalb bringe ich euch auf den neuesten Stand. Goldson jagt ihn immer noch. Dann bekam er Probleme mit den Sheriffs. Gott sei Dank traf er Frau Waldorf, der ihr vorher eine geheime Botschaft schickte, dass er sich als Schwein verkleidet, damit sie ihn wiederfindet, da er nur ihr vertraut. Die arme Frau setzt sich für den versunkenen, besoffenen Hurenbock-Penner von Jenkins wieder ein und klärt das mit den Sheriffs. Jetzt will sie ihn wieder mit ihrem Geld aus die Klemme helfen. Doch das passt Pedro gar nicht. Also wird es Zeit, ihn zu zeigen, wo sein Platz ist. Bei dir fühle ich mich sicher, Pedro. Ach so, die hat Löcher. Ich dachte... Bist ein guter, Pedro. Lass dich umarmen. Was hast du gemacht? Oh, deine Schweine, Blutblech. Das ist nicht schlimm, Pedro. Das verbindet Männer. So Blut. Pedro. Tja. So eine Kutsche kaufen. Kommen Sie, alter Knabe. Ja. So, wie ist das jetzt? Wie ist was jetzt? Ja, der will mich töten. Nein, das ist nicht Goldzahn. Das, was ich meine. Ja, das Jimmy ist nicht Goldzahn. Das, was ich meine. Aua! Oh, oh! Frau Waldorf! Sauer! So. Die okay. Rechnungen. Die haben Sie doch in der Tasche, oder nicht? Wie viel ist das insgesamt? Kannst doch rechnen, ne? Nein. Ich zeige Ihnen den Schein einfach. 140? Ich glaube, was? Ja. Und gibt es noch irgendwas? Sheriff Department 1 und Petrols Brewery 6. Gib Ihnen einfach 200. Alter, warum bist du so nett? Ich mag sie, Pedro. Mögen sie ihn nicht. Er wird oft mit ihnen schimpfen. Wieso denn, Pedro? Wir sind doch Freunde. Wir sind doch alte Knaben. Was ist denn... Wie oft haben sie heute schon daran gedacht? 290. Ich habe an sie heute schon 295 Mal gedacht. Jenkins, du nimmst Eis. Was? Ich komme, Frau Waldorf. Warum Eis? Ist doch Feuer, ist doch hier. Ja, du bist das gar gedammt, Feuer, blöd. Was, blöd? Pedro wird sehr beschützt. Warum ist der so aggressiv? Der beschützt mich halt, das ist mein Vater. Ich beschütze ihn doch auch. So, wir machen das jetzt mit den Rechnungen zusammen. Komm. Ja, okay. So, hier. Wie kannst du die bezahlen? Ja. Du hast das Geld ja in der Hand, du kannst sie jetzt bezahlen. Welches Geld? Ich hab dir jetzt gerade Geld gegeben. 200. Ich mach da nur Spaß, Frau Waldorf. Denken Sie wirklich, ich vergesse so wichtige Sachen? Ich bin doch nicht vergesslich. Also, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch nie was bezahlt. Also, am besten geben Sie das ab, die Rechnung hier, da wo der Betrag steht. Und da Sie das Geld auf der Hand haben, wird es dann automatisch bezahlt. Dann nimmt das jetzt an. Einfach guck mal, dieser kleine Schlitz siehst du da. Einfach diese Scheine, was musst du denn bezahlen? Das weiß ich nicht. Nicht verwirren. Ich verwirre ihn nicht. Was muss ich denn bezahlen eigentlich? Also am besten erstmal das von den Sheriffs. Warum? Was habe ich gemacht? Ist doch egal. Zahlen Sie es einfach. Ja. Habe ich bezahlt. Okay. Dann noch wirklich alles von den Sheriffs bezahlt? Oder auch die große Rechnung, die mit den 3 Zahlen? Ja. Die mit den 3 Zeilen muss bezahlt werden. Aber Frau Waldorf. Nein, ich kann mir so viel Schnaps davon holen. Ich kaufe dir doch Schnaps. Okay, also soll ich die jetzt bezahlen? Ja. Okay. Und die anderen auch. Welche anderen? Na, die anderen Rechnungen. Du hattest doch noch welche. Ja. Ich denke, sie ist noch so nett und du verarschst sie weiter. Was sagst du denn, Pedro? Ich will niemals die Frau Waldorf verarschen. Ich habe ihr sogar ein Gedicht geschrieben. Das ist toll. Und wo ist meine? Ja, du bist immer so böse zu mir, du kriegst keins. Okay. Also wenn du meine nächste Rechnung bezahlst, schreibe ich dir auch ein Gedicht. Und hast du jetzt Papiere noch in der Hand? Hast du noch Rechnungen in der Hand? Aber natürlich nicht, Frau Waldorf. Wunderbar. Das können Sie ja glauben, weil wir Jenkins sind ehrliche Leute. Das freut mich. Dann habe ich die Sorge erstmal aus dem Weg geräumt. So, jetzt muss es nur... Oh Gott.
Jenkins, Petro, du sollst mich doch halten. Was soll denn das, Petro? Warum haltest du mich denn nicht? Ich hab dir doch nichts gemacht. Petro, Mensch. Warum ich so... Oh, Billard. Hör mal auf. Hör mal auf. Weißt du, wie ich ihn die ganze Zeit picke? Ich bin enttäuscht. Oh, vielen Dank. Ich bin auch enttäuscht. Wieso? Was hab ich gemacht? Frau Waldorf hat doch gar nichts gemacht. Jenkins, du heißt nicht Waldorf mit Nachname. Warum redest du, wenn ich über Waldorf rede? Vielleicht heiße ich ja Waldorf. Petro, sei nicht eifersüchtig. Richtig, Petro. Die werden noch richtig gute Freunde mit Waldorf, glaube ich. Mädchen, ich glaub, Waldorf auch. Muss das noch schlimmer machen. Oh, Petro, sei doch nicht eifersüchtig. Oh, Billard. So, jetzt, bevor wir irgendwas machen und ich die Schnaps hole, gehst du baden. Oh. Schon wieder, aber schon wieder. Mit der Kutsche. Frau Waldorf, ich war doch schon baden. Aber ich war doch schon baden. Ich denke, es bummelige Mädchen, die kannst du gut anfassen. Die haben gute Kurven. Ja, aber du hast gesagt, Frau Waldorf wächt mich, Petro. Habe ich das wirklich gesagt? Ja. Bist du dir 100% sicher? Ich weiß es nicht. Sag nein, sag nix. Komm. Hast du es gesagt oder nicht? Komm. Dabei, geh baden. Hilfst du mir, Petro? Weißt du, ich will dir doch helfen. Du hast doch an sie 295 Mal gedacht. Dabei, sie hilft dir. Ja, aber das will ich niemals von der Frau Waldorf verlangen, dass sie mich bat. Ich rede mit ihr, warte. Sagen Sie aber, die wissen genau, was sie nicht anfassen darf. Also haben Sie verstanden? Sie fassen ihn jetzt nicht da unten genau an. Genau. Das darf nur Hildegard, wenn sie denkt, das ist eine Karotte. War's das. Richtig, Frau Waldorf. Josie, sie nehmen mag, den Laden auseinander. Massierst. Genau. Also, sie waschen ihn genau da, wo er möchte. Keine sexuellen Geschichten hier. Hilfst du mir, mich ausziehen, Petro? Das ist ein älterer Mann. Beherrscht sie sich. Ich brauche eine vierstellige Summe, damit ich dich ausziehe. Das macht mal Petro, Frau Waldorf bitte schon. Jetzt mach mal. Stell dich mal jetzt nicht so an, Petro. Guck mal, das hättest du nie einen alten Mann gewaschen. Das ist die Problem, was mich aufregt. Er benutzt dich als Bankbillett. Nein. Ich rede über vierstellige Zahlen. Oh, Miss Waldorf, das kann sie ja machen. Sie wollen doch vierstellig. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich bin nicht so undankbar. Dabei geh bitte baden. Die Dame hilft dir doch. Okay. Warum ist so die Hälfte? Ja. Sie leckt doch an deine Schweineblutblätter. Sie ist geil da drauf. Wer? Ja, diese Josie. Geh rein. Das ist schon sehr eklig, Petro, was sie da sagen. Sie ist Streckschwein. Streckschwein. Du hast eine Schweinnummer gebraucht. Oh, weißt du, sie sagt es nicht so gemein zu dem Alten. Eifersuchtig mit deinem Job, aber ach, nicht so. Nein, bin ich nicht. Mir ist kein Sinn, was mit dem Job gemacht. Wirklich. Wie ist das? So, ich nehme mir sogar Luxus, Junge. Geschenk ist nur das Beste. Kommen Sie rein, liebe Dame. Ich bin sehr schmutzig. Hallo. Oh ja, das fühlt sich gut an. Nehmen Sie ruhig mehr Schaum. Weil an der Stelle mag es. Oh ja, sei es gut. So ist gut. Sie können schon ein bisschen mehr Shampoo benutzen. Seien Sie nicht so vorsichtig. Ich bin zwar 65, aber Sie können den Lappen schon richtig durchziehen durch den Schlitz. Ja, da ist der meiste Dreck. Petro, ich kann mich nicht entspannen, ich höre deine Stimme, hörst du jetzt nicht auf? So komme ich nicht zur Ruhe, Petro. Na, der wollte doch heute später kommen. Hier, da, bevor es geht, denn da. Wenn die erste Glockenstadt, wenn überhaupt, glaube ich, oder? Wieso? Petro, hilf mir, ich komme nicht mehr aus der Badewanne raus, Petro. Petro! Hilf mir! Jenkins! Ich komm nicht mehr aus die Badewanne raus! Die Tür ist zu! Scheiße! Ah,
Tanz mit mir, alter Knabe. Nein, nein. Was tanzt mit mir, alter Knabe? Ich komm nicht mehr aus, ich kann nicht mehr aus die Warte. Nee, ich bin nur aus die Badewanne rausgekommen. Wo ist denn mein Penis? Petro! Meinst du? Ja, Petro! Ich bin gestolpert, Petro! Baldur! Nein, dann! Ich denke, Sekunde, warte, ich hab eine Idee. Holt mich hier raus! Ich werde da jetzt nicht rein, du bist nicht viel nackt, aber ich hab eine Idee. Ja, ich hab dich zehnmal gefragt. Ja, Frau Waldorf. Ja, tanzt mit mir. So wie wir am Montag zusammen getanzt haben. Tanzt mit mir. Mir tut immer noch die Hüfte weh. Tanzt mit mir. Aber dann soll Petro die Augen zumachen. Weil sonst wird er wieder eifersüchtig. Petro, nicht eifersüchtig werden. Petro? Das ist ein schöner Tanz. Ich und sie und die Tür. Ich nehme mal noch ein Bad, weil ich bin immer noch dreckig. Ach Mensch. Wie sagt man in Amerika? Also, ja, finally. Gott. Du bist fertig. So, ich bin da. Das ist lange wert. Guck mal, noch. Sauber und alles drum und dran. Ja. Willst du dich jetzt nochmal umziehen, damit wir ins Kasunik gehen können? Ich hab das heute nicht mehr, Frau Waldorf, mit meinem Herz. Guck mal, sie haben da ein privates Gespräch. Wir dürfen nicht mal zuhören. Hey, ganz privat. Secret, secret, secret. Oh, Blech. Was ist... Und Petro, hat dir gefallen, wie ich und Frau Waldorf getanzt haben? Es ist mir wirklich Jenkins. Es ist Mr. mir Jenkins. Scheißegal, was du mit Waldorf machst, wirklich, Mr. ne? Mr. Jenkins. Wenn du sie in die Bett bekommst, Glückwunsch, wirklich. Was sagst du denn da, Petro, du Schwein? Das Herz lacht wieder, jetzt wo ich Frau Waldorf getroffen habe. Dann freut es mich umso mehr, dass es dir jetzt gut geht. Freut's dich auch, Petro? Na, Petro. Freut's wir dich, wollen Petro? Langsam in die Casino, da. Hm? Wir wollen langsam in die Casino, da. Weil sonst ist es zu spät. No, Jenkins, du gehst schlafen, weil dein Herz blutet? Ja, richtig. Und daran bist ganz alleine du schuld. Ja. Weil du so böse bist und sagst, ich will die Frau Waldorf nur ausnutzen. Aber ich bin ein Jenkins und wir machen sowas nicht. Wir haben Ehre. Genau. Deswegen haben sie Angst vor ihrem Versehen. Richtig, das ist ein Hurenbock. Genau. Ja, die steht links von meiner Seite, richtig. Rainer Waldorf Jenkins. Schon sie kennenzulernen, ich bin David Petrov. Mr. Petrov. Nehmen Sie sich nicht ein Zucchini raus. Und lassen Sie mal hier Platz für die Dame. Sorry. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir sonst gleich Platz machen. Eben. Aber die Frau hat ja eine gute Stimme. Hört sich an wie mein Onkel. Oh. Ich glaube, Sie können ihn ja zur Farm bringen, dann kann er dort schlafen. Habe ich nicht ein Haus in Rhodes? Ach, wusstest du, dass das kleine Haus, das ich dir angeboten hätte, wo du vielleicht mal eine Nacht übernachten kannst, das von Petrov ist? Achso, ich leg mich auch zu ihm. Das ist kein Problem. Wenn er mochte, er kann da schlafen, dann schlafe ich heute woanders. Wir können auch zusammen schlafen, Petro. Nein, er schläft am besten auf der Farm. Ich mach dir Platz. Ja, gehen wir schon mal. Ja, komm, wir gehen. Ich hol die Kutsche. Das ist Miss Black. Vielleicht sollten wir uns nicht gegenüber sitzen, sonst wird Petro wieder eifersüchtig. Halt die Schnauze, Mann. Sonst hol ich dich mit dem Lasso hier raus. Da kannst du hier durch den Schlamm baden. Magst du so Sachen, Petro? Ich hab damit kein Problem, wenn du mich fesseln möchtest. Ja, voll. Petro, helf mir mal runter. Die Tür auf. So, hier. Ja, Joe, mach du das bitte, oder? Komm, Petro. Was denn? Was ist Klaus? Hast du mich gerade Klaus genannt? Dabei, komm runter. Ich möchte nur von deinen Armen getragen werden. Komm runter. Aber diesmal. Ja. Sehen Sie, Frau Waldorf hat mich sogar diesmal nicht fallen gelassen. Ich glaube, er mag mich. Ja, ich glaube auch. Also, das ist die Farm vom Governor tatsächlich. Wir wollen los, Waldorf.
Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Frau Waldorf. Pass auf dich auf. Wenn du es schreibst. Natürlich. Ja? Gut. Hier ist es warm. Nicht rausschleichen für einen Schnaps oder so, ne? Ja, aber ich hab keinen mehr. Was die vielleicht hat der Farmer hier. Eine kleine Zeit davon, Pedro, gib mir mal einen Schnaps. Nein, möchte ich gar nicht. Pedro, was gib mir mal einen Schnaps. Dabei, geh jetzt schlafen. Ja, ich brauche dafür meinen guten Nachtschnaps. Dafür deine Herz blutet. Oh, schön. Dabei, tschüss. Mach schnell, Blatt. Muss jetzt weg. You are the reason why I'm still hanging on. Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the most.